Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist. Und heute geht es weiter mit der Faktenreihe, heute mit Apollo 14. Und wir beginnen auch sofort mit Fakt Nummer 1. Der Name des Commando and Service Moduls war Kitty Hawk und trug die Seriennummer CSM110. Die Mondfähre wurde Antares getauft, welche die Seriennummer LM8 trug. Fakt Nummer 2. Der Start war eigentlich für Oktober 1970 geplant. Aufgrund der Modifizierung am Apollo-Raumschiff infolge des Unfalls bei Apollo 13 verschob sich der Start jedoch um knapp 4 Monate nach hinten. Unter anderem gab es einen dritten Sauerstofftank, der räumlich entfernt von den anderen beiden installiert wurde. Fakt Nummer 3. Kommandant der Mission Apollo 14 war Alan Shepard, also der erste Amerikaner im All. Kommandokapselpilot war Stuart Rosa und der Pilot der Mondfähre war Edgar Mitchell. Fakt Nummer 4. Die Crew war eigentlich für Apollo 13 vorgesehen. Alan Shepard war lange fluguntauglich, da er eine Ohrendruckkrankheit hatte. Nach einer OP am Innenohr war er wieder flugtauglich. Die NASA beschloss in diesem Zuge aber, dass er mehr Zeit bekommen sollte für Trainings und somit wurden die Crews getauscht. Fakt Nummer 5. Alan Shepard ist der einzige der Mercury 7 Astronauten, der je den Mond betreten hat. Fakt Nummer 6. Da Shepards erster Flug 1961 nur ein suborbitaler Flug war und er nicht in die Erdumlaufbahn kam und seine Mannschaftskollegen je ihren ersten Flug machten, wurde die Mannschaft scherzhaft als Crew von Neulingen bezeichnet. Fakt Nummer 7. Die Ersatzmannschaft bestand aus Eugene Cernan, Ronald Evans Jr. und Joe Engel. Michael Collins, Kommandokapselpilot von Apollo 11, schlug den Kommandoposten dieser Crew aus. Er lehnte somit die Chance ab, mit Apollo 17 selbst den Mond betreten zu können. Fakt Nummer 8. Der Countdown wurde am Starttag für knapp 40 Minuten wegen schlechtem Wetter unterbrochen. Die NASA wollte nach dem Blitzvorfall bei Apollo 12 kein Risiko eingehen. Fakt Nummer 9. Apollo 14 startete am 31. Januar 1971 um 21:03 und 2 Sekunden UTC vom Kennedy Space Center in Florida und wieder von Startrampe 39A. Fakt Nummer 10. Stuart Rosa benötigte 6 Anläufe, um Kitty Hawk an Antares anzudocken, da der Docking-Mechanismus einfach nicht einrasten wollte. Der ganze Vorgang dauerte fast 2 Stunden. Fakt Nummer 11. Das Landeziel war jenes, welches Apollo 13 durch den Unfall verpasste. Das Fra Mauro Hochland. Fakt Nummer 12. Kurz nach Abkoppeln von Kitty Hawk im Mondorbit hätte ein defekter Schalter in der Mondfähre fast die nächste Mondlandung verhindert. Durch den Defekt bekam der Computer permanent das Signal zum Abbruch, was beim eigentlichen Landeanflug dazu geführt hätte, dass die Aufstiegsstufe von Antares abgesprengt und zurück Richtung Mondorbit geflogen wäre. Nur durch schnell erarbeitete Eingaben für den Computer, welche an Ed Mitchell gegeben wurden, konnte dieser Abbruch verhindert werden. Ich habe dazu noch ein ausführlicheres Video vorbereitet, welches morgen live gehen wird, und ich verlinke das bereits jetzt schon mal in der Infobox. Fakt Nummer 13. Trotz aller Widrigkeiten und einem zweiten kleinen Problem mit dem Landeradar landete Alan Shepard die Mondlandefähre so genau am vorab festgelegten Landeplatz wie keine andere bemannte Mondlandemission. Vorher und auch nachher. Fakt Nummer 14. Wie schon Armstrong und Aldrin gaben Shepard und Mitchell ihrer Landestelle einen Namen, nämlich Fra Mauro Base. Auch dieser Platz ist anerkannt und in offiziellen Mondkarten dargestellt. Fakt Nummer 15. Erster Satz auf der Mondoberfläche von Alan Shepard war, knapp 10 Jahre nach seinem ersten Miniflug ins All: "Okay, you're right. Alice on the surface. And it's been a long way, but we're here." Mitchell hingegen war alles andere als überschwänglich, zumindest in seiner Wortwahl, als er die Leiter runtersprang. Er kommentierte mit seinen ersten Worten eigentlich nur das, was er machte: "That last one is a long one.
is in check. Very easy to do. A little push and just spring right up. Fakt Nummer 16. Insgesamt wurden 2 Mondausflüge, sogenannte EVA, durchgeführt. Der erste am 5. Februar 1971 mit einer Dauer von 4 Stunden, 47 Minuten und 50 Sekunden. Und der zweite am 6. Februar 1971 mit einer Dauer von 4 Stunden, 34 Minuten und 41 Sekunden. Fakt Nummer 17. Alan Shepard und Ed Mitchell sammelten insgesamt knapp 43 Kilogramm Mondgestein. Fakt Nummer 18. Am zweiten Tag sollten die Astronauten am Rande des Kraters Coon Gesteinsproben entnehmen, fanden ihn aber nicht und mussten aufgrund der Anstrengung den Versuch abbrechen. Hochauflösende Aufnahmen aus dem Jahr 2009 zeigten, dass sie etwas von der Route abgekommen waren und den Krater nur knapp 20 bis 30 Meter verfehlten. Insgesamt legten sie eine Strecke von knapp 3 Kilometern zurück und zogen dabei einen antriebslosen Handwagen mit sich, dem sogenannten Modular Equipment Transporter, kurz MET. Fakt Nummer 19. Alan Shepard schmuggelte 2 Golfbälle und einen 6er Eisen Golfschlägerkopf mit auf den Mond. Mit einem Werkzeug baute er einen provisorischen Schläger und schlug 2-mal einhändig relativ unsauber die beiden Bälle. Er war somit der erste Golfer auf dem Mond. Fakt Nummer 20. Nach insgesamt einem Tag, 9 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden auf der Mondoberfläche startete die Aufstiegsstufe von Antares am 6. Februar 1971 um 18.48 Uhr Weltzeit Richtung Kitty Hawk und einem ohne Probleme verlaufenden Rückflug. Fakt Nummer 21. Apollo 14 wasserte am 9. Februar 1971 um 21.05 Uhr im Pazifik. Es war die genaueste Wasserung aller Apollo-Missionen, nur 1,1 Kilometer vom geplanten Landepunkt entfernt. Fakt Nummer 22. Shepard und Mitchell sind die einzigen beiden Astronauten der gesamten Apollo-Mission, also natürlich den bemannten, die während ihrer Mission zugenommen haben. Alan Shepard 400 Gramm und Ed Mitchell 500 Gramm. Rusa hingegen verlor 5,4 Kilogramm. Fakt Nummer 23. Apollo 14 war die letzte Mission, bei der die Astronauten nach der Reise unter Quarantäne gestellt wurden. Fakt Nummer 24. Stuart Rusa nahm während der Mission mehrere hundert Baumsamen mit. Diese wurden nach der Landung gepflanzt. Allerdings gibt es keine offizielle Liste, wo. Mal gucken, ich versuche das mal zu recherchieren, vielleicht mache ich dazu mal ein extra Video. Fakt Nummer 25 und damit letzter Fakt dieses Faktenvideos. Die Kommandokapsel von Apollo 14 befindet sich aktuell im Saturn V Center am Kennedy Space Center in Florida. Und das war das Faktenvideo zu Apollo 14. Vielen Dank, dass du wieder da warst und hoffentlich bis zum Ende geschaut hast. Am Ende wieder die kleine Bitte. In diesem kleinen, schnuckligen Mondkanal stecken bereits viele Stunden Arbeit. In einem Daumen nach oben und einem Abo stecken von deiner Seite aus nur wenige Sekunden Arbeit. Ich würde mich freuen, wenn du mich so ein wenig unterstützt. In diesem Sinne, vielen Dank für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.